Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive, heute hier im Part Nummer 17 und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Mittwoch, denn wir haben heute Mittwoch, den 4. März 2015 und ich möchte mich bei euch auf jeden Fall mal wieder für die tolle Resonanz in der letzten Folge bedanken und heute steht hier die Partie an, 4. Spieltag. Gegen den Krösus der Bundesliga, nämlich den FC Bayern München, dem Tabellenführer hier. Und wir sind durch das Unentschieden, durch das zweite Unentschieden in Folge jetzt hier auf Tabellenposition 6 zurückgefallen. Wäre momentan hier noch die Europa League Quali. In der Champions League aktuell würden spielen Bayern, Hoffenheim, Köln und Schalke in der Quali. Leverkusen direkt und wir in der Vorstoßrunde. Also wären momentan hier an dem richtigen Platz. Jetzt haben wir, wie gesagt, hier das Spiel gegen Bayern. Danach folgt der Hamburger SV. Und dann geht es gegen Sheriff Tiraspol in der UEFA Europa League. Dann haben wir erstmal 9 Tage Pause, dann 5 Tage, dann wieder 3 Tage. Also so eine kleine Ruhephase. Und ich möchte jetzt mal hier kurz in die Taktik rein, weil ich noch mit einigem hier im Argen bin, weil dieses 4-2-3-1 da oder das, was sie da zuletzt eingestellt haben, das hat ja sowas von gar nicht funktioniert. Und ich bin eher am Überlegen, eine 4-4-4-4, ich weiß nicht, wie die Taktik heißt. Ist auf jeden Fall so ein 4-2-2-2 oder sowas. Also ich glaube hier 4-2-2-2-2, sowas in der Art müsste es eigentlich dann. Ja, genau, das ist es gewesen. Weil dieses habe ich gesehen bei Gladbach in der Realität. Die haben nämlich so gespielt jetzt zuletzt und haben 2-0 gegen Paderborn gewonnen. Damit mit so einer ähnlichen Taktik. Und die hat mir da eigentlich ganz gut gefallen, so wie es da aussah. Aber ob wir das hier so einsetzen können, ist natürlich die Frage. Weil wir haben hier dafür die Spieler nicht, die halt dort auch gespielt haben. Einige sind zum Teil hier verletzt, zum anderen waren sie noch nicht dabei. Wir können ja mal gucken hier. Anweisungen müsste man theoretisch dann hier noch anpassen. Mal gucken, spielerisch lösen. Hier bei Ballbesitz. Pass in die Tiefe, direktes Passspiel. Sollte man hier auf jeden Fall reinnehmen. Verteidigung unter Druck setzen. Beim Angriff kann man hier theoretisch Mitspieler hinterlaufen. Mal gucken, das wäre eigentlich hier fast die optimalste Lösung. So, Formation, Spiel breiter machen, enger machen, viel höhere Defensivlinie, weiter aufrücken. Also ich kenne mich hier mit diesen ganzen Sachen überhaupt nicht aus. Wenn es da jemanden gibt, der sich damit besser auskennt, schreibt mir einfach einen Kommentar. Das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig, weil ich, wie gesagt, da noch keine Ahnung habe, wie man da was machen muss. Position halten, weiter zurückziehen, weiter aufrücken. Viel mehr Pressing. Im Duell auf Beinen bleiben. Abseitsfalle anwenden. Lässt es kurz viel höheres Tempo kreativer spielen. Und hohes Tempo. So, haben wir das soweit angepasst. Ist natürlich nicht so, wie ich es mir gerade vorstelle. Aber wir können es ja mal versuchen. Und ich versuche jetzt mal ähnlich aufzustellen, wie die Gladbacher das gemacht haben. So wie es geht. Korb, Stranzl und Janschke haben da gespielt. Stranzl ist bei uns momentan noch verletzt. Von daher ist da kein Einsatz möglich. So, Stranzl, Janschke, Wendt. Dann haben wir auf der 6 Nordveit und Schaka. Kramer nicht. Dann nehmen wir Kramer hier mal raus. Nordveit und Schaka auf der linken Seite. Hat dann Fabian Johnston gespielt, der das wirklich überragend gemacht hat. An dem Tag mit 2 Treffern.
Auf der rechten, nee, doch, auf der rechten Seite hat dann Traoré gespielt. Ibrahima werden wir jetzt auch mal versuchen. Und hier waren es eigentlich Raphael und Hirgota. Hirgota ist bei uns momentan auf Nationalreise unterwegs. Von daher nicht mal einsatzbereit. Ist noch auf Reise, von daher nicht möglich. Und dann hat Raphael auf Hängespitze gespielt. Ich würde mal sagen, so passt es. Äußerer Mittelfeldspieler. Machen wir hier zum Flügelspieler. Fabian Johnston. Und Ibrahima genauso. Also, versuchen wir es jetzt heute mal mit der neuen taktischen Auslegung. Wir können ja im Spiel immer noch ändern. Von daher gehen wir jetzt rein. Sehen Sie hier Anstoß 20 Uhr. Tabellensechster Gladbach empfängt zu Hause FC Bayern München am 9. September, dann Stuttgart Hertha BSC und Werder Bremen gegen Hannover 96. Und damit können wir dann reingehen, Spielervorschau. Und ich habe von Fritz Meloni jetzt gestern einen schönen Kommentar bekommen, der sich hier ein bisschen beschwert hat über das 3D-Spiel. Aber naja, er spielt halt sehr intensiv den Fußballmanager von EA, deswegen nehme ich das ihm auf jeden Fall nicht übel. Wir sehen Hoserena im Tor, dann Lahm, Boateng, Benatia, Alaba, Xabi Alonso, Thomas Müller, Xabi Martinez, Schweinsteiger, Ribéry und vorne Lewandowski. Sehr gute Platzverhältnisse heute. Sehen Sie hier, dass wir jetzt dann auch gleich reingehen können. Vier Spieler fallen verletzt aus. Martin Stranzl ist fraglich. Beim FC Bayern fehlen drei Spieler. Bart Stuber ist fraglich, Schnittwunde an der Wade und Thiago. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Wir haben ja soweit alles angepasst. Taktik und so weiter, Aufstellung und so weiter ist alles eingestellt. Wir können heute nur auf ein gutes Spiel hoffen. Und hoffen, dass wir hier noch gewinnen. Hoffentlich oder ein Unentschieden. Wäre mir auch recht. Mental kann man hier möglicherweise eine totale Defensive. Das Ziel dieser Strategie ist es, den Gegner zu frustrieren, indem man ihm wenig Platz gewährt, das Tempo verschleppt, den Ball hält, auf Zeit spielt und den Ball lang spielt, bevor man ein Risiko eingeht. Verteidigung ist am besten für Spiele geeignet, in der sie als Underdog reingehen und in denen sie enorm Druckzeiten des Gegners erwarten. Eigentlich ist das ja das, was man eigentlich spielen kann. So, Verteidiger sind ausschließlich verantwortlich für das Defensivspiel. Mittelfeldspieler konzentriert sich ausschließlich auf den Übergang zwischen Verteidigung und Angriff und Stürmer sind ausschließlich für das Offensivspiel zuständig. Sehr strikt eigentlich sollten wir das ja versuchen. So, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ob das letztendlich so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, werden wir dann sehen. Ich habe mich schwer getan, hier einen Gewinner zu tippen, doch ich denke, der FC Bayern wird knapp gewinnen. Die Abwesenheit von Max Kruse macht die Aufgabe für das Gladbach-Team nicht einfacher. Wettquoten von Skybet 7 zu 4 für uns, unentschieden 11 zu 5 und Favorit hier Bayern 5 zu 4. So, der FC Bayern könnte bei einer Niederlage gegen Gladbach die Führung in der Bundesliga verlieren. Und Gladbach kann die Tabellenspitze der Bundesliga erklimmen, wenn es ihnen gelingt, den FC Bayern zu schlagen und zugleich auf anderen Plätzen die Spieler für sie laufen. Wir werden sehen. Dorgan gehen auf jeden Fall hier jetzt schon weiter. Teamansprache macht unser Co-Trainer. Dann gehen wir hier rein. Geht raus und habt da draußen heute Abend etwas Spaß. Liefert für die Fans ein tolles Spiel ab. Und dann gehen wir rein. So, wir mit dem Anstoß von rechts nach links und ihr habt die erste Änderung hier gesehen, Sky Sport HD1 hat funktioniert. Ist von dem Update, was ich reingefügt habe. Weil ich dachte mir mal was anderes. Sieht ja auch schön aus. So, Dominguez mit dem Foulspiel, das darf doch nicht wahr sein. Das heißt Elfmeter wahrscheinlich. Oh nö! Wen haben wir da? Ich glaube Lewandowski, Xabi Alonso. Und 1 zu 0 für den FC Bayern. Zweite Minute. Xabi Alonso mit dem Elfmeter. Na, herzlichen Glückwunsch. Der hat gesessen. 1 zu 0 die Führung für den FC Bayern.
Bayern in die Mauer, Müller. Xavi Martinez, Foul, Harvard Nordfeld, Freistoß. Ribéry, über den, daneben. Traoré, lässt sich fallen, passiert gar nichts, Strohengel. Und Rena, ja, nachpassen, Ecke. Janschke. Kriegt den Ball dann nochmal auf Traoré, auf Nordfeld, auf Xhaka. Auf Nordfeld wieder auf Xhaka. Wendt. Und da war nichts. Gelbe Karte für Julian Korb. Und Bayern jetzt. Wendt nach vorne. Schweini. Auf Xavi. Alonso. Xavi. Lahm. Alonso. Wieder Lahm. Nach außen auf Müller. Auf Lahm. Auf Martinez. Auf Alonso. Martinez, Lewandowski und Sommer zur Stelle. Und ich unterbreche das Spiel jetzt mal, weil wir hier das Ganze doch umstellen. So, hier stellen wir das Ganze wieder zurück. So, wir werden im Mittelfeld überrannt. Lewandowski hier, Sommer mit der Parade. Puh, Gott sei Dank hier über das Tor, nächste Ecke. Wieder Alonso. Boateng, Alonso und Nordfrei dazwischen. Strohengel wird gefoult, kein Foulspiel. Ribéry. Und Raphael. Oh Mann, die machen da viel zu wenig. Lahm nach innen auf Lewandowski abgefälscht. Nächste Ecke. Durch Alonso. Und wir zur Stelle. Lahm nach außen, aber ins Aus. Und Alaba mit dem Einwurf. Lewandowski, Nordfeld, Traoré. Nach vorne Alaba. Auf Rena. Rena nach vorne. Korb da. Auf Nordfeld, auf Xhaka. Auf Raphael. Auf Traoré. So toll gespielt war das auch nicht wirklich. Und das Spiel plätschert hier hin. Immer noch 1:0 die Führung der Münchner. Hannover 1:0 in Front. Werder Bremen. Wir fallen zurück auf Platz 8. Und jetzt die Freistoßchance hier daneben. Thomas Müller verletzt. Götze kommt jetzt rein. Und die Führung für den FC Bayern geht hier anscheinend in Ordnung. So, wie gesagt, für mich ist das hier schon eine Katastrophe. Und ich muss jetzt hier wirklich überlegen, dass wir das tatsächlich nochmal umstellen. So, mal gucken. Ist nach ihren Mannschaftssprachen zunehmend deillusioniert, meine Güte. Hat nicht aufgepasst. Spielerbewertungen, naja, geht soweit. Schüsse deutlich mehr für den FC Bayern hier. Durch die Tabelle sind wir jetzt auf Rang 8 hier runtergefallen mit 5 Punkten. Und ich muss jetzt, wie gesagt, hier überlegen, was wir machen. Bin, wie gesagt, am Überlegen, dass wir hier wechseln. Dass ich hier am Überlegen bin, dass wir gucken, dass wir das irgendwie jetzt anders gestalten. Vielleicht stellen wir das Ganze jetzt wieder um hier. Auf das 4-2-3-1. Und versuchen dadurch vielleicht nochmal ein bisschen offensiven Schwung reinzukriegen. So, vorgeschobener Spielmacher. Dass wir das jetzt einfach so versuchen. Natürlich ist es jetzt blöd von mir, dass wir jetzt wieder taktisch umstellen. Könnte natürlich auch wieder ein Schuss in den Ofen sein, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Und für links würde ich sagen, Thorgan Hazard wird reinkommen. Weil mir das mit der Karte hier zu riskant ist für Julian Korb. Eine Aktion und er fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Deswegen wird Thorgan Hazard jetzt... Mal gucken, kann er rechts? Ja, das ist ideal jetzt.
Vorrang Flügelspieler rechts unterstützen. Nach innen ziehender Angreifer. Wir versuchen es einfach. Für Ibrahima geben wir mal dieselbe Rolle. Wir können es nur versuchen. Es kann natürlich auch ein Schuss nach oben, ein Schuss in den Ofen sein. Aber wir versuchen es jetzt einfach. Anschluss ist erfolgt. Für den FC Bayern, die jetzt 1-0 an Front liegen hier. Und Alonso mit der Ecke auf Ribéry, auf Fabi Martinez und die nächste Ecke. Schweini hat den Ball auf Ribéry. Nach innen und Sommer war da. So, Johnson mit dem Einwurf. Oh Mann! Das könnt ihr besser, Jungs. Bisschen mehr Konzentration. Xhaka auf Traoré, auf Raphael. Auf Xhaka, auf Traoré, wieder Raphael. Hazard! Daneben. So, Schweini. Auf Ribéry. Auf Lewandowski. Auf Götze. Auf Xavi Martinez. Auf Lewandowski neben den Kasten. Und wir müssen jetzt überlegen, ob wir hier dann nochmal eingreifen in das Spielgeschehen. Und Fabian Johnson braucht anscheinend doch die Pause. Ich würde mal sagen, Kramer kommt rein. Für Kirani Xhaka. Und später dann noch vielleicht Patrick Herrmann. So, mal gucken, es passiert hier gar nichts. Alaba. Stuttgart, Hertha 1-1, Valentin Stocker mit dem Tor. Wir klettern auf Platz 6. Bleiben damit trotz der Niederlage auf dem UEFA Europa League Platz. Martinez auf Götze. Auf Lahm, Götze, Martinez. Ribéry 2-0. Das wird die Entscheidung sein, denn wir können hier leider nichts mehr machen wahrscheinlich. Vielleicht nochmal zum Anschluss kommen. Aber zu mehr wird es nicht kommen hier. Wir werden verlieren. Und es wäre dann die erste Saisonniederlage. Es sah mir jetzt einfach zu fahrlässig aus hier. Alaba verletzt. So, eine Chance, die daneben ging. Rena mit dem Abstoß. 90. Minute, das Spiel neigt sich hier dem Ende. Und wir werden hier voraussichtlich verlieren. Nordfight auf Hazard. Auf Raphael. Auf Kramer. Hazard hier nochmal am Ball auf Raphael. Auf Hazard, auf Raphael, auf Herrmann. Herrmann auf Kramer, auf Raphael, auf Kramer. Auf Dominguez. Auf Wendt, auf Raphael, Kramer, Herrmann. Schweinsteiger. Und es läuft hier auf die Niederlage hinaus. So, wir verlieren leider mit 2-0 gegen den FC Bayern München. Aber da müssen wir jetzt leider durch. Ist natürlich blöd gelaufen, aber so ist es halt. Kann natürlich passieren gegen den FC Bayern München. Da müssen wir jetzt durch. Sehen Sie hier, wir sind momentan auf Tabellenposition 6, von daher ist da noch keine Gefahr im Vorzug. So, und dann können wir hier rausgehen aus dem Spieltag. So, sehen Sie hier 0-2 Niederlage, Stuttgart gegen Hertha 1-1, Werder Bremen 1-1 gegen Hannover. So, die abschließende Pressekonferenz. War der Strafstoß für den FC Bayern aus Ihrer Sicht gerechtfertigt? Ich habe noch keine Chance gehabt, die Szene im TV anzuschauen, aber anscheinend hat der Schiedsrichter genug Gründe, ihn zu geben. Ich fand die Entscheidung falsch, naja.
Es war ein Geschenk des Schiedsrichters. So, Xabi Alonso verwandelte heute einen Elfmeter nach einem Fehler von Alvaro Dominguez. Wie wird dieser Zwischenfall Ihren Spieler beeinflussen? So, wie viel Einfluss hatte heute das Schiedsrichtergespann auf das Ausgang des Spiels? Wir mögen mit den Entscheidungen der Schiedsrichter nicht immer einverstanden sein, aber sie haben einen äußerst schwierigen Job und geben ihr Bestes. Sie haben heute die erste Niederlage als Borussia Mönchengladbach-Trainer erlitten. Wie fühlt sich das an? Ich möchte mich nun vollständig auf das nächste Spiel konzentrieren. Irgendwann mal musste es so kommen. Wir hatten die letzten Woche aber auch viel Glück gehabt. Alles hat ein Ende. Wir stehen jetzt wieder mit beiden Beinen auf dem Boden und müssen nun zeigen, wie gut wir wirklich sind. Überblick vom Dienstag und dann gehen wir jetzt hier weiter zum Spiel am Freitag gegen den HSV. Und da ich noch nicht irgendwie auf eure Kommentare hier gewartet habe, wie ihr da auf meine Frage eingegangen seid bezüglich, ob wir jetzt dann immer zwei Spiele vor Folge sehen wollt oder nur eines, da habe ich bislang noch keine Antwort. Wäre ganz lieb, wenn ihr mir da Antwort geben könntet. Weil dadurch kann ich euch dann auch entgegenkommen. Jetzt sehen wir hier die vier anderen Partien des Spieltages. Die lassen wir da noch kurz spielen. Um mal zu gucken, wer da als Sieger herausgehen wird. Sehen hier, Kimmich feiert sein Stuttgart-Debüt. Eigentlich sollte da doch stehen sein Leipzig-Debüt. So, Stuttgart mit Schweden Gegentor. So, wir werden es ja sehen, wie die ganzen Ergebnisse hier sind. Man United gegen West Brom 3:1. Rooney mit einem Treffer, Falcao mit einem Doppelpack und Ayew Brown mit dem eröffnenden Tor. Belgrano gegen Banfield 4:0. Pereira, Bengtsson, Gonzalez und Alvedano mit den Treffern. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, wie das hier heute ausgegangen ist. Mit der Bundesliga, hier sehen wir jetzt die Ergebnisse. Köln gewinnt 1:0 durch den Elfmeter von Daniel Heyfa. Dortmund 3:1 gegen Wolfsburg. Freiburg gegen Schalke 2:2 und 4:2 Erfolg von Leverkusen gegen Mainz 05. Und wir sehen hier 44 Nachrichten. Meine Güte. Schiedsrichter hat richtig entschieden. Gladbach ein kontroverse Elfmeterentscheidung. In der ersten Minute bei Gladbach 0:2 Bundesliga-Niederlage gegen den SC Bayern wurde ein umstrittener Strafstoß gegeben. Gladbachs Innenverteidiger Dominguez sagte nach dem Match, dass der Elfmeter in seinen Augen ein hartes Urteil war. Und Gladbach-Trainer Sings Mido von YouTube hat wohl Angst vor Strafen durch die Verbandsführung, den Schiedsrichter nach dem Spiel nicht kritisiert. Sollte man ja auch nicht. Man kann es zwar machen, aber dadurch tut man sich halt auch Strafen einhandeln. So, munter hier sich durchklickern. Und dann werden wir uns nochmal dann drauf vorbereiten, jetzt auf das Spiel gegen den HSV, wo wir hoffentlich jetzt die Möglichkeit haben werden, dann zu gewinnen. Was eigentlich ganz lieb wäre jetzt mal. Weil wir haben hier so eine kleine Ergebniskrise, kann man so sagen jetzt. Zwei Unentschieden, jetzt die Niederlage. Aber irgendwann mal musste ja die Niederlage kommen. So. Haben wir es dann durch? Ja, Hammer. Und dann können wir hier auch weitergehen. So, Scout-Bericht über den HSV. Abwehrarbeit. Sude ist davon überzeugt, dass der Fokus Abwehrarbeit eine gute Spielvorbereitung für den kommenden Gegner im Hinblick darauf ist am anfälligsten, das wissen wir gar nicht. Ich würde mal sagen, wir gehen heute aufs Angriffsspiel. Und arbeiten uns, wie gesagt, jetzt vor. Sehen's hier. Wir treten beim Tabellen-15. An. Der HSV wohl gar nicht gut aus der Bundesliga jetzt aus der Startphase rausgekommen. Wir sind auf Rang 6. Ist soweit in Ordnung, bedeutet im Moment Europa League.
wo wir ja gerne hinwollen, auch in der kommenden Saison. Natürlich hat man beim HSV, bei Gladbach auch den Anspruch, in die Champions League zu kommen, wenn man nach den Ergebnissen aus der Realität schaut, weil dort ist ja Gladbach auf einem wirklich soliden dritten Platz, was momentan dafür berechtigt, in die Champions League einzusteigen. So, und wir sind am Spieltag angelangt, 12. September 2014. So, 10 Nachrichten. Tun wir hier kurz abklappern. So, Jungtalent ist nun Profi, natürlich alles Gute. So, Gladbach muss jetzt antreten gegen DSC Arminia Bielefeld. Eine Mannschaft, die ich mir auch durchweg vorstellen könnte fürs zweite Parallel-Let's Play, wenn es denn hier folgen wird. Muss ich jetzt auch noch sehen, wie das zeitlich machbar ist. So, wir werden jetzt mal kurz in die Taktik gucken, wie wir das Ganze machen, weil das, was wir jetzt hier zuletzt hatten, das war ja gar nichts. Ich habe mir einfach gedacht, dass es doch irgendwie funktioniert mit den Taktiken, aber irgendwie hat das gar nicht funktioniert. Eigentlich habe ich hier vorgefertigte Taktiken, die müsste ich mir mal nochmal angucken, dass man die da möglicherweise hier reinnimmt. Ansonsten gehen wir einfach hier mit denen rein, stellt jetzt hier die Aufstellung, die heute spielen wird. 4-2-3-1 wird in Ordnung sein. Branimir Hrgota ist wieder da. Mal gucken, sollte er denn nicht anfangen? Wäre vielleicht nicht schlecht und das dann als Knipser. Können wir versuchen, warum nicht? Die falsche 9 Hase hat. Na, die kann man hier nicht einstellen. Die kann man nur einstellen, wenn man den jetzt ein bisschen vorschieben würde. Aber vorschieben an sich klappt nicht. Also würde man sagen, das war's dann jetzt für die Folge und.